wieder das erste Mal bei Tageslicht an der Copacabana. Wie gefällt's dir hier? Sehr gut. Und das Hotel muss ich Julia natürlich auch einmal zeigen. Hm. Wie gefällt's dir? Mega schön. Und hier lade ich dich morgen auf einen Drink ein, oder? Hm. Ladest du mich und bezahlst du? Und jetzt ist Julia das erste Mal am Ipanema Beach. Und was hast du gesagt? Ist noch schöner. Passend zu Julias Outfit haben wir uns noch zwei Kettchen geholt. Heute ist bei uns auf jeden Fall nicht viel geplant. Wir laufen bloß ein bisschen durch die Stadt, gucken uns alles ein bisschen an. Wow, was Süßes ist. Mhm. Ja. Julia will was Süßes. Mit viel, viel Schokolade. Julia hat Hähnchen mit Soße, Reis und Pommes. Hier in Brasilien gibt es immer Reis und Pommes, nicht wundern. Und ich habe was ganz Verrücktes. Ich kann es euch selber nicht sagen. Ja, wir haben mittlerweile schon den zweiten Tag. Wie ihr vielleicht merkt, war ich beim Friseur. Die Frisur wurde aber leider nicht so gut. Deswegen habe ich eine Cap auf. Und heute ist geplant auf jeden Fall das Alok-Konzert. Es wurden auch schon alle Straßen hier in der Stadt in der Nähe vom Konzert abgesperrt. Und das Einzige, was heute nicht so schön ist, ist das Wetter. Aber ansonsten freuen wir uns schon. Heute endlich mal wieder in Fermont. Mit dem Ausblick, bevor wir zu Alok gehen. Wir haben uns Churros gehört. Ja, wie ihr sehen könnt, ist heute wieder nicht so gutes Wetter. Deswegen haben wir uns entschieden, heute in so ein Future-Museum zu gehen. Hier das Museu do Amanhã und übersetzt heißt das das Museum von morgen. Also sind wir mal gespannt, was es da zu sehen gibt von morgen. Das Museum sieht so aus wie von morgen. So sieht das Museum von außen aus. Hier sind wir quasi reingelaufen. Quasi. Quasi. Ja, und hier ist eine Riesenschlange im Museum. Zum Glück regnet es heute und wir haben eh nichts anderes geplant. Die Schlange ist fast so lang wie bei Arcon gestern, oder? Draußen regnet es noch und Julia und ich, wir haben richtig Hunger. Deswegen haben wir uns All You Can Eat bestellt. Hier am Buffet gibt es richtig viele verschiedene Sachen. Sind wir schon gespannt. Das Buffet sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ich habe mir jetzt erstmal hier so einen Probierteller gemacht. Und guckt euch mal das Filet hier an. Julia hat sich auch erstmal einen Probierteller gemacht. Nee, das ist kein Probierteller. Das ist kein Probierteller. Bei mir ist es ein Probierteller. Nachdem ich schon drei Teller gegessen habe und Julia ein, essen wir jetzt noch ein bisschen was zum Nachtisch. Und Julia, wie hat es dir geschmeckt? War gut.
Heute nach Santa Teresa. Kurze Pause. Wir sind hier gerade in einem ganz schicken Lokal frühstücken. Und guckt euch mal das Waschbecken an. Grüße gehen raus an Konstantin. Und ich habe was noch Interessantes entdeckt. Ein Schirm, ein Sonnenschirm mit der Aufschrift Eisenbahn. Der Cappuccino, den wir bestellt haben, sieht auf jeden Fall sehr verrückt aus, oder? Würdest du hier gern wohnen? Nein. Wieso nicht? Zu Henk. In Lapa an den runden Treppenstufen. Am Tag ist hier viel mehr los. Oh, Linda. Beautiful. Hier sieht so die Mainstraße in Lapa aus. Mit Ständen und viel Verkehr. Auf jeden Fall sieht es hier sehr bunt aus. Und künstlerisch hat es hier auch schon was zu bieten. Auch das Garagentor wurde bemalt. Schon ganz cool aus. Hier ist jemand sogar am Malen gerade. Ja, und hier mitten auf der Straße? CMCC. Ein RB Leipzig Trikot. Grüße gehen raus an die Jungs aus Leipzig. Wir haben jetzt nach dem Tag auf jeden Fall sehr Hunger und vielleicht sieht man schon im Hintergrund, was wir jetzt essen werden. Julia passt hier richtig rein an die Copacabana mit ihrem neuen Outfit. Und jetzt gibt's noch was Süßes. Wir sind jetzt mit Philipp am Strand und Philipp freut sich schon leider gar sein Fußballspiel an und hat mir sehr, sehr viele schöne Fotos gemacht. Hier noch auf dem Markt unterwegs und ich habe mir ein Baba-Trikot ergaunert. Rajil. Und die Al-Hilal-Neymar-Trikots haben die auch schon einen Tag nach dem Wechsel gehabt. Wir haben bereits den nächsten Tag und heute geht's auf den Zuckerhut. Hier unten startet die Seilbahn, fährt erst da hoch und dann nochmal da zum Zuckerhut. Aber wir haben uns natürlich dazu entschieden, die erste Etappe zu laufen und die zweite erst mit Bahn zu fahren. Noch kurz hier einmal am Strand gucken. Hier sieht es schon sehr schön aus mit dem Blick auf den Zuckerhut und dem Strand direkt daneben. Hier geht der Weg los mit ganz vielen Warnschildern. Julia hat schon Angst. Der erste Teil des Weges führt hier direkt am Wasser entlang. Das sieht schon ganz schön aus, oder Julia? Mhm. Hier geht's jetzt langsam nach oben.
oben angekommen an der ersten Etappe. Der Aufstieg war eigentlich relativ entspannt, viele Stufen, aber wir haben nur eine halbe Stunde gebraucht. Hier hat man nochmal eine schöne Aussichtsplattform und ich startet gerade die Seilbahn und fährt bis nach unten. Hier auf der Mittelstation gibt es ein paar Stände und auch eine Abflugstation für einen Helikopter. Und in einer Gondel hier, die natürlich nicht fährt, kann man sich auch ein Tattoo stechen lassen. Flash-Tattoos. Ja, die Motive sind schon ziemlich... Ja, weiß ich auch nicht. Hier sieht man einmal den Landeplatz. Es gibt sogar einen zweiten, wie es aussieht, auf dem gerade ein Hubschrauber steht. Ja, auf Portugiesisch heißt der Berg hier übrigens Pau de Açúcar. Also Pau ist eigentlich Brot, also Zuckerbrot. Ja, auf Deutsch ja Zuckerhut. Und Julia hat gesagt, auf Polnisch heißt das Zuckerkopf. Kurwa Zuckru. Also heißt überall anders wahrscheinlich. Von hier aus fährt die nächste Seilbahn bis hoch zum Zuckerhut. Und da kann man auch gar nicht raufwandern, wie man sieht. Hier gibt es sogar eine Stelle, an der man ein bisschen Klettern üben kann. Überall sitzen auch diese komischen Affen. Die sehen auf jeden Fall ganz ulkig aus, wie so Riesenratten. Die Tickets haben wir jetzt geholt und gleich geht's los. Ganz oben angekommen. Jetzt eine warme Schokolade hier, da es wirklich ziemlich windig ist. Jetzt geht's wieder runter. Die zweite Etappe nach unten. Abends noch was Kleines essen. Heute endlich mal am Strand unterwegs, nachdem wir viele Regentage hatten. Wir sind jetzt zusammen auf einer Party. Hier gibt es so eine Kamera, die sich um einen dreht. Hier gibt es so ein bisschen Vorspeisen. Sushi gibt es auch. Es gibt auf jeden Fall ganz viel zu essen. Hotel und wir haben uns reingeschlichen. Hi Leute, wir haben mittlerweile Sonntag. Das erkennt man auch hier an der Copacabana, dass die Straße immer am Sonntag gesperrt ist und die ganzen Leute hier auf der Straße unterwegs sind. Und wir haben uns heute ein bisschen schicker gekleidet, weil wir heute zum Pferderennen gehen. Einmal Julias Outfit. Und einmal Philipps Outfit. Kurz noch was Süßes essen. Tornado. Boah. Kokosnuss mit viel Zucker, also mehr Zucker als Kokosnuss. Aber gut. Der
jetzt gehen. Auf jeden Fall nochmal Grüße an Konsti raus. Hey, guckt euch mal das Waschbecken an. Das sieht ja schon crazy aus. Oder was sagst du zum Waschbecken, Julia? Was? Was sagst du zum Waschbecken? Ja. Jetzt geht's endlich zur Pferderennbahn. Der Eingang sieht schon imposant aus. Ein Zettel mit den Informationen haben wir schon bekommen. Der wird gleich studiert und analysiert. Und dann wird hier ganz viel Geld gewettet. Und hoffentlich auch gewonnen. Einmal die Tribüne. Im Hintergrund sieht man auch die Jesusstatue. Und hier ist die Rennbahn. Hier ist einmal der Schein mit den Quoten. Und ich werde auf jeden Fall danach entscheiden, wie das Pferd heißt. Zum Beispiel Drinks on me, finde ich schon mal gut. Oder You're talking to me. Philipp wird gleich sein Geld verlieren. Ganz viel Geld, weil er wetten will. Ich bin ja schon gespannt, wie viel Geld wird Philipp jetzt verlieren. Ich habe gewettet auf Digital Trade, ist der Name vom Pferd. Grüße gehen raus an alle Trader. Paul setzt auf das Pferd Dream Big or Go Home. Hier kommen die Pferde rein. Macht da! In the gate! Und wie fühlst du dich, dass du sein ganzes Geld verlieren wirst? Hier. Ich schätze mal, das sind drei Starten jetzt. Philipp, und wie läuft's denn? Ja, die ersten 10 Real habe ich schon mal verloren und auch nicht mal knapp, ich wurde letzter. Wir haben nochmal 3 Scheine gemacht hier. Julia ist auch langsam süchtig. Ich will ja nicht sagen, aber das werde ich gewinnen. So, die Pferde laufen jetzt auch ein. Zwei wird's. Nummer 5, mein Pferd. Sieht so naja aus. Die 6. Zum Glück hat keiner auf die 6 gewettet. Ist natürlich noch nicht das Rennen, aber alle Pferde sind zusammen und Nummer 6 ganz hinten abgeblieben. Ja, gerade eben ganz knapp verloren. Mein Pferd ist Zweiter geworden. Mit einer 50er Quote, also eigentlich das schlechteste Pferd, ist Zweiter geworden. Ja, schade. Jetzt nochmal den allerletzten Schein gemacht. Und dann geht's wahrscheinlich auch erstmal was essen. Mit dem allerletzten Schein haben wir jetzt doch noch gewonnen. Mit meiner Glückszahl und Julia hat das Pferd ausgewählt. Perfekt. Bevor wir jetzt was essen gehen, noch kurz den Sonnenuntergang hier in Ipanema genießen. Wir sitzen jetzt im Restaurant. Bei mir gibt's endlich mal wieder Burger. Und Julia. Ja, Schnitzel. Julia trinkt das erste Mal Kokosnuss. Schmeckt ihr nicht so, sie braucht schon wieder einen Caipirinha. Julia hat ihren Caipirinha. Und, wie ist er? Philipp hat sehr guter Geschmack gewählt. Ich hatte fast in meinem Arm. Ich dachte, es sind irgendwelche Insekten. Mittlerweile haben wir schon Tag 14 oder so. Und heute geht's ins Aquarium. Direkt neben dem Aquarium steht das Rio Ai, wie Julia gesagt hat. Tickets und Popcorn haben wir schon gekauft. Heute ist hier auf jeden Fall ziemlich viel los. In einer Piranha-Kuppel. Unten sieht man ja
den Tunnel, durch den wir auch gleich laufen werden. Guckt mal, einfach Meerschweinchen im Aquarium getroffen. Das ist schon cool. Und wie fandest du es? Ja, war sehr gut. Für 150, 30 Minuten hat sich sehr gelohnt. Nach Aquarium noch ein bisschen an der Copacabana spazieren. Heute ist ein Feiertag in Brasilien, deswegen ist auch die Straße gesperrt und es ist hier relativ viel los. So, was sagt ihr zu meiner neuen Cap? Das ist mein Cap. Sieht ganz cool aus, oder? Julia und ich schließen jetzt noch den Tag ab mit einem Abend im Clermont Hotel. Willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir werden nämlich mit dem Helikopter über Rio fliegen. Und Julia freut sich schon besonders. Nach 40 Minuten mit dem Uber sind wir angekommen am Startplatz. Die Nervosität steigt schon bei Julia, oder? Ja. Oh, ich. Hier die Hangar mit den Helikoptern. Mit so einem werden wir wahrscheinlich gleich fliegen. Der Pilot war wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Noch nie Helikopter geflogen, aber der Pilot war sehr, sehr gut. Oder? Julia, hat es auch sehr gefallen? Ja, obwohl ich mag nicht Luftdruck. Trotzdem schön. Schmeckt. Der Ipanema Beach ist wieder ultra voll. Und auch der Arpador. Weil alle auf den Sonnenuntergang warten. Wir sitzen jetzt hier noch am Strand und Julia hat sich endlich diese Globo-Chips hier geholt. Mal gucken, wie die schmecken. Und wie schmecken die dir, Julia? Nach nichts. Nach Luft. Nach Luft? Ja. Also gut. Mhm. Na? Mhm. Heute sind wir im Forte de Copacabana. Das ist eine ehemalige Militärstation, die man hier besuchen kann, und jetzt sind hier Aussichtspunkte und Restaurants. So ist der Blick von hier. Man kann über die ganze Copacabana gucken bis zum Zuckerhut. Und heute ist auch schon ziemlich viel los hier. Drinnen in den Gebäuden sind überall Ausstellungen. Hier sieht man zum Beispiel die einzelnen Inseln hier um Rio und was da so alles zu finden ist. Hier drinnen ist leider alles auf Portugiesisch, aber so konnte man sich wahrscheinlich die Armee von damals vorstellen. Sieht schon ganz schön aus. Und von da aus wurden Kanonen geschossen. Auf die Feinde. Auf was? Tja. Tja. Nach dem Fort noch in unserem Lieblingshotel einen Kaffee trinken. Mit bestem Ausblick.
abends noch mit Julia zusammen All You Can Eat. Und der wichtigste Teller ist natürlich der Probierteller. Bei Julia sieht er wieder ein bisschen schöner aus als bei mir. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück und laufen noch ein bisschen über den Markt, auf dem man verschiedenste Sachen kaufen kann. Das Frühstück sieht auf jeden Fall sehr gut aus, oder was sagst du, Julia? Hat mich gefällt, oder? Nach dem Frühstück noch am Ipanema Beach entlang spazieren und wir werden uns bestimmt auch gleich hinlegen. Ein Caipirinha trinken. Und wie gefällt es dir hier, Julia? Ich trinke was, was du nicht magst. Heute ist eigentlich ideales Wetter für den Strand. Nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Und wie man sieht, sind hier ganz viele Leute. Und das Wasser ist auch ein bisschen weiter hinten als sonst. Eigentlich die perfekte Fläche, um hier Fußball zu spielen. Wir haben uns noch ein Wassermelonen-Caipirinha besorgt. Und Julia kauft jetzt noch Mais. Boah, Linda. Beautiful.